Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 für den PC im letzten Part. Oh, hier war Cornamib. Ich dachte, hier wäre Kalum. Im letzten Part haben wir Sumpfkraut gesammelt. Von Viren und Balor. Und das ist nicht so cool. Beziehungsweise der Viren war nicht so cool. Aber wir haben ihm bewiesen, dass wir die richtig coolen sind. Und jetzt ist auch wieder alles cool. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo Kor'Kalom ist. Nicht Kork. Doch, Kor'Kalom. Moment mal, Kor'Kalom? Ist der nicht bei... Wo ist denn Kor'Kalom? Ist der bei dem Templerberggedöns? Kor'Kalom. Im Sumpf zu... Krottenwitzen im Sumpf zu Kor'Kalom zu bringen. Kor'Kalom, Kor'Kalom. Steht überall Kor'Kalom, aber wo ist Kor'Kalom? Kor'Kalom. Hier ist Templer. Wo ist der Kor'Kalom? Du bist ja wieder so ein Baal, ne? Baal-Tion. Ist der Kor'Kalom vielleicht hier oben? Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Wo finde ich Kor'Kalom? Auf der zweiten Ebene, nahe dem Tempelberg, ist das Alchemielabor. Er arbeitet dort Tag und Nacht. Danke. Wo finde ich Kor'Angar? Auf der zweiten Ebene ist der große Übungsplatz der Templer. Dort kannst du ihn tagsüber finden. Ich danke. Okay, Kor'Kalom ist also in dem Alchemielabor in der zweiten Ebene. Ich muss also erstmal die Leiter hoch, am besten direkt die da. Und er hat gesagt, nahe des Tempelberges, also wird es wahrscheinlich hier gleich irgendwas sein. Wenn wir schon mal hier hinten sind, kann ich mir, glaube ich, erstmal kurz da hinten bei Fortuna mal schnell meine tägliche Ration abholen. Auch wenn ich nicht Mitglied des Dingses hier bin. Fortuno? Fortuno! Mann, komm doch mal her, du! Toll, jetzt steht er dahinter in seinem Haus. Hinten. Fortuno! Hey, du! Raus hier! Du Lärm, schnell! Sorry! Hey, du. Labert mich einfach nicht voll, okay? Danke. Ich hatte ja nur gehofft, du bist freundlich und gibst mir meine tägliche Ration, aber nein, du versteckst dich in deinem Haus, damit du deine Ware behältst oder was geht. Arsch. Okay, dann gehen wir in die zweite Ebene. Ich bin echt erstaunt, dass das hier alles hält. Also, wuff. Oh Gott. Nahe des Tempelberges ist das Alchemielabor. Nahe des Tempelberges ist ein Alchemielabor. Das hier sieht doch alchemielaborisch aus, hä? Kaloms Leibwache. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Okay. Ich brauche nur ein Rezeptbuch. Ich werde nochmal speichern. Okay, ich habe das Rezept. Das war weitaus einfacher, als ich gedacht habe. Und ich will mein Glück nicht herausfordern. Oh, keine Dietriche mehr. Krass. Ich habe nur noch einen Dietrich. Dann muss ich es jetzt mal so lange probieren hier. Also, es fängt also an mit... Links. Es fängt immer anders an. Scheiße. Ich glaube, dann lassen wir die zweite Truhe erstmal bleiben, oder? Ein Versuch noch?
Mist wieder von vorne. Okay. Ja. Die Truhe kriege ich nicht auf. Dann lassen wir diese Truhe, weil ich will meinen einen Dietrich behalten. Ich habe das Rezept. Hallöchen, Kokalom. Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Das war's. Was willst du? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich frage das erstmal, bevor ich ihm die Kräuter gebe. Vielleicht kann ich die ja doch verticken. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ich google mal schnell, für wie viel Geld man das Sumpfkraut verkaufen kann. Und dann entscheide ich, ob sich das für mich lohnt. Okay, ich habe erstmal nichts dazu im Internet gefunden. Deswegen werde ich das Sumpfkraut jetzt erstmal behalten. Weder verkaufen noch abgeben. Aber dafür gehe ich jetzt erstmal ins alte Lager zurück. Und werde einmal Dusty sagen, dass er sich hierher zu bewegen hat. Und das Rezept abgeben, genau. Das beides gehe ich jetzt erstmal schnell machen. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal hierher kommen. Was ich dann machen lasse. Letztlich will ja eigentlich keiner von diesen Sektenspinnern werden. Neues Lager. Ich will eigentlich altes Lager hier. Ganz klassisch eigentlich machen. Mal gucken, inwiefern sich das dann anbieten wird. Da habe ich gerade ein bisschen Schluck auf. Muss mal kurz mein Zwerchfell entspannen. Okay. Sollte wieder gehen. Ich glaube, Schluck auf ist damit besiegt. Und, ja. Du, ihr hattest doch so eine Rüstung, ne? Wie ist das Leben? Machst du das nicht? Kann ich da mal vorbei? Machst du das, Templerfreund? Ich brauche ein... Umsonst? Ach ja, genau. 500 Erz. Das war ja... Okay, dann sprinten wir jetzt mal im ganz Schnelldurchlauf zurück zum alten Lager. Wie gesagt, um dann einmal das Rezept abzugeben. An wen muss ich das nochmal abgeben? Rezept der Sekte. Dexter am Marktplatz. Okay. Nur wir sehen für die Bruderschaft. Das mache ich hier auch gleich noch, ne? Nimmt mich jetzt ein Vize in die Bruderschaft auf, wenn ich einen Ball. Ja, genau. War noch irgendwas? Ich glaube, sonst war nichts. Und ich wollte nochmal mit dem Koch jetzt reden wegen Neck, oder? Boah, was war das denn gerade? Okay, bergauf springen ist ziemlich sinnvoll. Habe ich das Gefühl. Okay, jetzt nicht mehr. Aber da kommt man definitiv ganz gut voran. Okay, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, da ich jetzt diesen Typen hier nicht mehr als Begleitung habe. Muss ich aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche komischen Gegner reinrenne. Weil diesmal wird mich keiner retten. Hier sind noch Pilze, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Aber durch den Wald selbst sollte ich, glaube ich, nicht gehen. Wir gehen wieder außen rum. Das war ja dann, glaube ich, da oben lang, genau. Da ist auch eine Brücke. Ah, okay, ich sehe schon, die ist kaputt. Bringt uns also auch nicht so viel. Ah, ne, die ist doch nicht kaputt. Die hatte nur nicht richtig geladen, glaube ich. Da könnte man noch lang. Da hinten ging es ja dann auch noch irgendwo ins Ork-Gebiet oben lang und auch durch so eine kleine Ork-Brücke, die wir hier, glaube ich, irgendwo gesehen hatten, da gleich bei dem Wasserfall. Aber auch davon sollten wir uns, glaube ich, genau, da ist die Brücke. Aber auch davon sollten wir uns, glaube ich, erstmal fernhalten. Also ich weiß es nicht, aber
Ich habe momentan keinen Grund, dahin zu gehen. Es wäre bestimmt super praktisch, mal wieder ein paar Gegner und Items zu finden. Ich habe ja auch noch... Wie viel Lernpunkte habe ich denn? Wo ging denn das? Auf welcher Taste ging das? B. Ich habe noch 20 Lernpunkte, die ich ja auch noch für irgendwas ausgeben könnte, aber hatte nicht sogar irgendwas irgendwie 20 oder 25 gekostet, weswegen ich mir die aufgehoben habe beim letzten Mal? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe irgendwie sowas in Erinnerung. Oder habe ich jetzt mit dem ein Level ab 20 Punkte bekommen? Das wäre ziemlich crazy, oder? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, wir sind am alten Lager. Der Weg ist tatsächlich gar nicht mal so weit, wie ich das jetzt befürchtet hatte. Aber nee, alles safe. Das neue Lager ist auch nicht so mega weit weg. Ist nur ein bisschen in die andere Richtung. Okay, also geben wir das Abgeben bei Dexter. Und reden dann nochmal mit Dusty. Mal gucken, ob ich dann irgendwann nochmal mit Freund Blase Mordrag reden kann. Aber ich glaube, der macht mich immer noch fertig. Okay, aber das will ich auf jeden Fall machen, bevor ich hier altes Lagermitglied bin. Bist du Dexter? Du bist Gardist? Dexter gerade nicht hier. Okay, dann rede ich erstmal schnell mit Dusty hier oben. Dusty? Hat er nicht auf so einer Bank gesessen? Ich glaube, da, wo Dusty war, war ich jetzt schon. Du bist es. Ne, du bist der Butler. Also ein Butler. Hi. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Der verarscht mich bestimmt eh nur. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen, auf keinen Fall durchs Nordtor. Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Ja, du kannst gerne schon mal herkommen, aber ich will dann doch nochmal mit Dexter reden eigentlich. Warum ist sie denn hier nicht? Es ist ja jetzt noch nicht so spät, beziehungsweise nicht erst so früh. Zu. Ich will die ja nicht aufknacken. Warum ist denn Dexter hier nicht? Muss ich mich erst auf die Bank setzen und warten? Hey, da ist er doch, oder? Das ist doch bestimmt Dexter. Dexter, hey. Ich hab da was für dich. Ich hab das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Was hat er mir jetzt gegeben? Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja genau, zeig mir erstmal deine Ware und dann können wir gleich nochmal reden. Du hast Geld, du hast das Rezept. Kann ich einfach wieder abkaufen. Ich hätte es vorher lesen sollen. Warum habe ich es nicht gelesen? Das war dumm. Naja, nicht so schlimm. Kann ich dir noch irgendwas verkaufen? Eine Pfeife für 10? Kann ich dir irgendwas verkaufen?
Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ich brauche doch einfach nur Cash. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Zum Beispiel diese ganzen Flügel. Ja, ich habe so viele Flügel. Also 209... Was habe ich jetzt? Was habe ich ihm jetzt gegeben? Sumpfkraut. Ne, 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 ne. 213. Ich denke mal, damit kann ich erstmal leben, ja. Ich brauche ja gerade ein bisschen Geld, aber 213, da muss ich jetzt erstmal kurz eine Weile hier drücken. 50. Und... Ach du Scheiße, das wird ein kleines bisschen dauern. Und dann gucken wir mal, wie wir hier gleich ordentlich ins Sumpflager kommen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich muss den ja einfach nur nochmal den gleichen Weg führen, den wir gerade hergekommen sind. Ich denke mal, dass ich den auch den kleinen Weg auch rauscutten werde, weil den haben wir ja gerade schon gesehen. Oder würde vermutlich nichts Großartiges passieren. Und danach muss ich wahrscheinlich wieder ins alte Lager, weil ich wüsste nicht, was ich im Sumpflager noch machen sollte. Danke für 213. Absolut idiotisch. Wie absolut idiotisch? Laber nicht. Was habe ich jetzt eigentlich gerade bekommen? Habe ich überhaupt was bekommen? Der hat halt gesagt, hier, nimm das als Belohnung, bla, aber... Ich wüsste nicht, was ich bekommen haben soll. Ach ja, die Axt kann ich noch verkaufen. Okay, aber gehen wir erstmal. Wir werden ja gleich noch irgendwen bestechen müssen. Mal gucken, was sich da ergibt. Kommt der Typ? Ja, gut. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. Und so schnell kann das Geld wieder flöten gehen. Kommt er wenigstens? Dusty? Dusty? Was? Warum? Kannst du mir bitte einfach ganz normal folgen? Ach, Dusty. Folgt ihr mir jetzt? Okay, und jetzt komm bitte auch mit. Sumpflager. We're back again. Ach, das ist jetzt nicht schon wieder sein Ernst. Der kommt irgendwie mit den Eingängen nicht ganz klar, beziehungsweise Ausgängen halt. So. Soll ich dich jetzt zu Melvin bringen oder zu wem? Zu dem Typen. Wie hieß denn der Typ, dem ich der wollte, dass ich hier so hinkomme, Dinge hinbringe. Hier. Tondral, das war doch der da so, der ganz hinten irgendwo bei dem, der mich da von allein angesprochen hat, ne? Wieder irgendwo runtergeflogen. Dusty? Oder rennt der hier noch gegen den Baum, oder? Komm bitte her. So, jetzt kommst du bitte hier ein paar Schritte lang. Ja, komm. Ja, genau, genau, genau. Jetzt kommst du bitte mir bis hierher nach. Ja, und jetzt ganz vorsichtig über diese Brücke. Bis hierhin, okay? Ja, genau. Und jetzt kannst du jetzt mal schräg zumindest bis zu Melvin mitkommen. Okay, er will definitiv nicht zu Melvin. Dann gehen wir jetzt aber ganz vorsichtig mal zu Tumubrubulrule-Typ. Ich höre seine Schritte noch hinter mir. Jetzt höre ich sie nicht mehr.
Hi. Oh Gott, dieser Typ ist richtig nervig. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ich muss ihn nur noch so ein paar Meter weit bringen, dann ist alles cool. Und während der mir jetzt hinterher rennt, das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, kann ich mir jetzt zumindest mal eben bei Fortuna meine tägliche Ration abholen, hä? Fortuno, sorry. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich hatte gehofft, du gibst mir einen Suppeneintopf. Dassi? Oh, Dassi ist schon da. Hey. Einmal bis hierhin. Und jetzt vorsichtig über die Brücke, okay? Ganz vorsichtig, junger Mann. Schaffst du es auch noch bis über die Brücke oder wird es da dann wieder grenzwertig? Jetzt nicht mehr über die erste Brücke geschafft. Es ist echt so schlimm. Gut, dann kommst du bitte bis hierhin. Nein. Oh, Alter. So, jetzt mal bis hierhin. Können wir doch außen rum gehen? Kommen wir noch 3 Schritte weiter? Okay, und jetzt hier rüber, okay? Und einfach nur geradeaus. Ja, du musst hier nichts machen als geradeaus laufen. Oh, danke, Dusty, ey. Du bist ein Held. Ach ja, jetzt muss ich den noch irgendwo hier hochkriegen. Oh Gott. Okay, komm einmal bis hierhin. Und jetzt ganz vorsichtig straight zu Baal Tondral. Hi. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Okay, ich kann jetzt also theoretisch Mitglied werden oder muss ich hier wieder von all den Baals was machen? Weil dann kann ich ja das Subkraut theoretisch behalten, ne? Ich werde jetzt nochmal zu Kalom gehen und das Gucken natürlich vorher speichern. Weil wenn es geht, dann gehe ich natürlich erstmal wieder, weil ich will ja kein Mitglied des Sumpflagers werden. Spackos hier. Aber ich will mal gucken, ob es denn theoretisch geht. Wenn nicht, gehe ich jetzt definitiv erstmal zurück ins alte Lager und gucke, was ich da noch zu tun habe. Und dann sehen wir mal weiter. Ist das Part... Ist das hier schon Part 8 oder noch Part 7? Ich glaube, das ist noch Part 7. Läuft die Aufnahme eigentlich? Ja, gut. So, dann gucken wir uns das einmal kurz an. Cor Kalom. Hi. Was willst du? In die Bruderschaft. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Stufe 5. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich... Moment. Ich bin in Stufe 4, deswegen kann ich noch nie aufgenommen werden. Aber theoretisch geht es. Das ist sehr gut zu wissen. Weil dann weiß ich, dass ich jetzt erstmal nicht mehr mit ihm reden darf. Weil sonst laufe ich Gefahr, nicht mehr in das gute alte Lager zu dürfen. Und um Gottes Willen, ich will ja ins gute alte Lager. Denke ich mal. Neue Lager ist mir irgendwie ein bisschen zu assi. Und die hier sind einfach... dämlich. Um es mal so zu sagen. Naja, also wir gucken mal. Was habe ich jetzt noch für Quests? Sumpfkrauternte, okay. Aufnahme Sumpflager, okay. Verschwundener Gardist. Kochs Naff hat Neck zum letzten Mal gesehen. Schattenslayer hat mir versprochen, ein gutes Wort bei Diego für mich einzulegen, wenn ich Neck finde. Das heißt, ich muss theoretisch mit Sly reden. Neck... Sly das Amulett von Neck gegeben, er war überrascht von meiner Ehrlichkeit. Hä? Okay.
Okay. Außenring beeindrucken. Aha, okay. Okay, gut. Ich laufe nochmal kurz zurück ins alte Lager und dann wird der Part auch sehr bald zu Ende sein, denke ich mal. Hopp. Ich werde jetzt einmal ganz kurz gucken, wohin jetzt diese Brücke hier führt. Ja. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Wahrscheinlich ist es auch absolut keine gute Idee, aber ich will nur mal kurz gucken, was ist hier? Sieht aber irgendwie echt aus wie Ork-Zeug hier oben, hä? Was ist das denn? Ist das ein Totenkopf-Haus? Sieht echt ziemlich orkisch aus hier. Hallo? Es ist nicht so die beste Idee, hier reinzugehen. Wollen wir das Tor aufmachen? Die Winde klemmt. Okay, dann ist das bestimmt noch irgendein wichtiger Storyort. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch ganz kurz die andere Brücke uns noch schnell angucken. Und dann gehe ich noch zurück ins alte Lager, rede noch einmal mit Diego. Und ich glaube, dann sollte es für den Part reichen. Wir sind ja mittlerweile auch schon, glaube ich, wieder bei fast einer halben Stunde. Ja, ja, nein. Irgendwann lerne ich das noch, wie man diesen Dauersprung macht. Da ist man ganz schnell unterwegs, aber ich hab's noch nicht so ganz raus. Ja, so ungefähr. Es geht schon in die richtige Richtung. Es geht schon in die richtige Richtung. Aber irgendwo verkacke ich's dann immer noch. Da ist man wirklich deutlich schneller unterwegs, als wenn man einfach nur so läuft. So, was ist jetzt noch hinter der Brücke? Bestimmt wieder irgendwas Orkisches, wo ich nicht rein kann und die Winde klemmt. Mal sehen. Und ich könnte echt mal eine neue Rüstung gebrauchen. So, immer die ganze Zeit diese Budlerkluft hier. Ist ja nicht mal Budlerkluft. Oh. Dann warten einfach mal 5 Goblins auf mich. Nein. Okay. Dann nicht. Okay. Muss ich mal gucken, wo der Spaß uns jetzt hinführt. Weil als nächstes... Ja, ich werde jetzt wie gesagt nochmal zurückgehen und mit Diego reden. Vielleicht... Na klar, wenn wir durch Südtor gehen, werde ich natürlich noch einmal kurz probieren, Mordrak zu killen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht funktionieren wird. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch vorher nochmal speichern. Und in die Richtung auf jeden Fall keine leeren Versprechungen. Ich denke nicht, dass ich Mordrak jetzt killen kann. Aber probieren werde ich es natürlich trotzdem. Denn probieren geht über nicht probieren. Sag ich immer. Brr, brr, brr. Wow. So. Hallöchen, ich bin wieder da. Ich habe nur meinen Kumpel da gelassen, ja? Ich bin nach wie vor hier. Cooler Typ. Altes Lager, immer cool. So, Hallöchen, Mordrak. Alles klar. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte... Ja, doch, ich glaube, da bin ich noch ein bisschen zu schwach für. Ah! Versuch das nicht noch einmal. Er ist halb tot. Vielleicht kann ich es ja doch schaffen. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht verbuggt. Nee. Wenn ich auf gewissem Abstand bleibe, könnte das sogar wirklich was werden. Hier ist kein Platz. Ach so. Was? Wie hat er mich getroffen auf die Entfernung? Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine. Mann. Ich schaff's ja theoretisch. Das ist das Problem. Wenn ich ihn nur so in eine Schlagserie kriege, dass er mich in Ruhe lässt. Nee. Nee. Versuch. Na gut, okay, lassen wir's. Da hatte ich wohl nur Glück, als ich ihn einmal halb gekillt habe. Dammit. Okay, dann ab zu Diego. Schade, Mordrak, aber ich krieg Mordrak auf jeden Fall noch tot. Selbst wenn es noch ein bisschen dauern wird. Aber ich will das natürlich gemacht haben, bevor ich das hier alles geschafft habe. Sollen wir das jetzt hier nochmal probieren? Man muss eben... Wollen wir ihn hier nochmal probieren?
Ich fordere. Lass. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Ach so, ja, ich will kämpfen. Du lernst schnell. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Hey, das ist unfair. Das ist. Guck mal, das war jetzt wirklich unfair, ja? Er hat seine Waffe gezogen und mich angegriffen, bevor ich meine überhaupt in der Hand hatte. Wo ist das denn, ehrlicher Spieler hier? Fick dich, Arschloch. Ups, da ist es irgendwie in mir durchgekommen. Arschkopf. Oh, nee, Snuff, Hilfe! Ich brauch dich mal schnell, ja? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Dankeschön. Und der Typ da hinten, der... Nee. Was ist denn, der Name klingt schon so. Ist Matt nicht Schmutz oder Dreck oder Staub oder so? Genau das bist du. Du kommst deinem Namen gut in den Namen. Okay. Ich glaub kaum deine Haut. So, Freund Blase Diego. Quatsch wird viel. Was geht? Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Ja. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim das herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Das war es noch nicht. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ich mach zweimal Stärke. Ja. Die anderen Szenen. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Ich habe leider vergessen, wo ich noch was lernen konnte. Diese fiesen. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Halt's mal. Okay. Ich soll Kirgo besiegen oder Karim rausfordern, oder was? Und wenn ich Karim rausfordere, aber verliere, reicht Skatty das dann? Weil ich Mut gezeigt habe, ihn rauszufordern? Augenblick noch. Ah ja, hier war das. Schlösser öffnen, Stufe 2, 20 Lernpunkte, Taschendiebstahl. Okay. Wow. Okay, also wie ist jetzt, wenn ich hier hingehe, Karim rausfordere, gegen ihn kämpfe und gegen ihn verliere? Ja, das will ich jetzt mal kurz sehen. Ich fordere dich heraus. Ich auf jemanden. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Damit du... Solange ich nichts damit zu tun habe. Wie wär's... Kann schon sein, aber wen interessiert das? Okay, also was ist, wenn ich gegen ihn verliere? Was sagt Skatty dann? Erstmal abwarten, es wird nicht so alt gewesen. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Was hast du... Klarer Sieger, würde ich sagen. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Das passiert mir. Oh, der nimmt mir die Hälfte meines Herzens ab, aber ich will trotzdem erreichen. Na, das ist doch besser als gar nichts. Ich will trotzdem mal sehen, ob das reicht für Skatty. Wirklich nur meine Theorie. Ich werde bestimmt eh gleich laden, weil 204 Erz, das kann er mal ganz groß vergessen, der Arschwichser. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. In seiner Haut will ich auch nicht stecken.
Aber behalt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. So, Sketty, was sagst du dazu? Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Okay. Ups. Das heißt, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, jetzt habe ich gleich alles hier weggeworfen. Weißt du was? Bitte mal die Klappe halten. Jetzt habe ich hier aber mehr weggeworfen, als ich wollte. Nochmal laden. Und einfach einmal kurz hierhin all mein Erz legen. So, nochmal Karim rausfordern. So, so und Gomez. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nimm... Geh mir nicht auf den Keks, Matt. Schmerzen. Klarer Sieger. What the fuck? Was hat der denn gemacht? Das war ja gerade... Bam, 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 bam. Ich konnte nicht mal meine Waffe ziehen. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Tja, ich bin halt auch nicht blöd, du kleines Schuppenschwänzchen. Was ist denn Schuppenschwänzchen? Das habe ich gerade erfunden. Das ist aber eigentlich ganz cool. Der Kogo will mir jetzt noch die... Manche halten mich ja für einen... Ich halte dich auch für einen durchgeknallten Spinner. Okay, also halt's mal. Erstmal kurz mein Geld wiederholen. Das sind jetzt hoffentlich auch 409. Jetzt ist das Erz ganz unten hier. Okay, aber sind 409. Oh, ich blute minimal. Moment mal kurz. Okay. Okay, ich habe einen Blutpimmel gemalt. Okay, gut. Hi, Sketty, ne? Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat. Sehr schön. Das wäre geschafft. Dann will ich jetzt nochmal mit Diego reden. Ich weiß, der Part ist ultra lang. Ich werde auch gleich beenden, wirklich. Aber ich will jetzt nochmal ganz kurz mit meiner Blutspur zu Diego rennen und ihn nochmal fragen. Also muss ich dann jetzt trotzdem noch Kürge besiegen oder reicht Sketty das jetzt? Weil er hat gesagt, so jemanden könnten wir hier gebrauchen. Diego. Nee, das ist nicht Diego. Da, Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du den Mumm gehabt hast gegen Kar... Du hast es tatsächlich bei der Mordraxa. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Das ist erstmal cool. Also ich kann jetzt aufgenommen werden. Ich muss nur noch ein Level aufsteigen. Scheiße. Und ich muss mich heilen. Ganz, ganz dringend. Ich würde sagen, das ist auch der Punkt, an dem ich mich dann vorher erstmal verabschieden kann. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich blute nicht mehr. Bis dann und ciao. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar.